Hallöchen da draußen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Heute soll es die Neuerscheinungen für den November 2017 geben und ob es da wirklich Bücher gibt, die nennenswert sind oder auch nicht, das wirst du in diesem Video erfahren. Viel Spaß dabei! Ich habe mich durchgeklickt für dich und habe geschaut, was ich so an Büchern finde, die im November erscheinen, die vielleicht irgendwie nennenswert sind. Ich musste relativ schnell feststellen, dass nach dem Buchmessemonat im Oktober eine, ja, Buchflaute sich so einstellt. Es kommt wirklich wenig raus im November und trotz alledem habe ich ein paar Bücher gefunden, die ich dir gerne jetzt vorstellen möchte. Wenn du magst, darfst du dem Video natürlich wie immer einen Daumen nach oben geben, wenn dir der Inhalt gefällt und natürlich auch ein kostenloses Abo dalassen. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr lange um den heißen Brei quatschen, sondern starte durch. Gleich zu Beginn des Novembers erscheint tatsächlich auch mein absolutes Lesebuch-Highlight. Das ist eins, ja, wo ich mir so denke, oh Gott, das kann einfach nur gut werden. Und ich schwebte eben schon mit meiner Maus über dem Bestellen-Button. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich das Video gerne drehen wollte und noch weiter gucken musste, was noch so erscheint. Aber trotz alledem will ich dir jetzt vorstellen, dass am 10.11. im Hansa Verlag für 20 Euro im Hardcover das neue Buch von John Green erscheint, nämlich Schlaf gut, ihr fiesen Gedanken. In Schlaf gut, ihr fiesen Gedanken geht es um Elsa Holmes. Sie ist 16 Jahre alt und lebt in einer kleinen Stadt. Dort verschwindet dann eines Tages ein Milliardär und es beginnt eine große Suche nach Russell Prickett. Doch sie möchte sich eigentlich gar nicht daran beteiligen, denn sie hat ihre eigenen Sorgen und Ängste und muss sich dessen eigentlich stellen und jeden Tag mit diesen kämpfen, denn ihre Gedanken dominieren einfach ihr ganzes Sein und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Doch als dann eine Belohnung über 100.000 Dollar ins Spiel kommt, ist ihre beste Freundin Daisy nicht mehr davon abzuhalten, mitzusuchen und das Geheimnis um Russell Prickett zu klären. Und auch Elsa kann sich nicht mehr davor schützen und sie schließt sich an und will Mut beweisen und sich ihren Gedanken irgendwie stellen. Dabei überwindet sie nicht nur kleine Hindernisse, sondern reist ins Zentrum ihrer Gedankenspirale. Und was sie da vorfindet und wie sich das Ganze entwickeln wird, das müssen wir beide wohl selber lesen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie dieses Buch sein wird. Das ist auf jeden Fall meine Top-Neuerscheinung gleich im November, die auch als allererstes erscheint. Es erscheinen natürlich noch andere Bücher vorher, aber die haben mich persönlich nicht so interessiert und deswegen stelle ich sie dir auch nicht vor. Und somit, ja, ist das einfach das absolute Highlight. Für viele wahrscheinlich da draußen auch ein totales Highlight, weil die Autorin einfach mega gehypt wird auch das neue Buch von Colleen Hoover sein, nämlich Nur ein einziges Mal, was am 13.11. im DTV Verlag als Paperback-Ausgabe für 14,95 Euro erscheint. Hierbei dreht sich alles um Lily und Lily hat das Gefühl, dass alle ihre Träume wahr werden, als sie Ryle kennenlernt, denn sie lebt jetzt in einer neuen Stadt, sie hat ihren ersten Job und sie hat Ryle, der nicht nur attraktiv und wohlhabend ist, sondern auch noch wahnsinnig erfolgreich. Und so glaubt sie, dass sie ihre schwere Kindheit vergessen kann, sowie auch ihre erste große Liebe Atlas. Der ist nämlich, bis ihr Vater sie beide erwischt hat, eigentlich alles für sie gewesen. Doch dann ist er spurlos verschwunden. Und ja, eigentlich könnte alles so perfekt sein, doch plötzlich steht Atlas wieder auf dem Plan. Lily weiß nicht so recht, was machen und Ryles Eifersucht wird dadurch auch noch geweckt. Was da für ein Drama sich vorprophezeit oder was auch nicht, das müssen wir wohl selber herausfinden. Ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe auch, dass ich dein Interesse an diesem Buch wecken konnte. Ebenfalls am 13.11., ich glaube, die meisten Bücher, die ich aufgeschrieben habe, jetzt ist mir der Zettel runtergefallen. Ich glaube, die meisten Bücher, die ich aufgeschrieben habe, erscheinen wirklich alle am 13.11. und danach kommen nur noch Folgebände. Es sind wirklich alle am 13.11. Vier am 13. und eins am 10. Das ist sehr mysteriös. Das kommt alles Mitte des Monats raus. Auf jeden Fall erscheint von Bridget Kremmerer Der Himmel in deinen Worten im HarperCollins Verlag für 16 Euro im Hardcover, wie gesagt, am 13.11. In der Geschichte dreht es sich um Juliet und Juliet schreibt eigentlich schon immer Briefe an ihre Mutter. Auch nach deren Tod, der schon mehrere Monate zurückliegt, legt sie immer noch Briefe an das Grab ihrer Mutter und eines Tages findet sie am Grabe ihrer Mutter einen Antwortbrief, der ebenso verzweifelt klingt wie ihr eigener und zwischen den beiden entwickelt sich dann eine, ja, eine sehr tiefe Verbindung und die beiden schreiben so hin und her und tauschen ihre Gedanken aus. Als Juliet
Harriet dann aber herausfindet, wer ihr diese Briefe schreibt, nämlich Declan, der ein absoluter Loser ist, weiß sie nicht mehr so recht, ob das wirklich gut ist, dass sie ihm ihre ganzen Gedanken offenbart hat. Doch dann stellt sich die Frage, ob hinter dieser rauen Schale, die er vorgibt, nicht ein weicher Kern steckt. Ich finde, das klingt so ein bisschen wie PS, ich mag dich, und deswegen hat es mich sofort mega angesprochen und deswegen musste ich es dir an dieser Stelle auch vorstellen. Wenn du nicht weißt, warum ich jetzt PS, ich mag dich erwähne, dann schau doch gerne mal bei der Rezension vorbei. Ich verlinke sie oben in diesen hübschen kleinen i, und du kannst mir auch mal bei einer Umfrage sagen, welches Buch von denen, die ich dir vorgestellt habe, dir persönlich am besten gefallen hat. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Das vorletzte Buch, was ich dir heute nähergehend vorstellen möchte, ist Sag, wer stirbt von Samantha King. Im HarperCollins Verlag erscheint das ebenfalls am 13.11. für 9,99 € im Taschenbuch. In der Geschichte geht es um Madeleine, und Madeleine liebt ihre Kinder einfach abgöttisch. Das sind Zwillinge, und bis zu ihrem 10. Geburtstag ist eigentlich auch alles in bester Ordnung. Doch dann steht an genau diesem Geburtstag ein maskierter Mann vor ihr mit einer Waffe gezückt und fordert sie auf, etwas sehr Grausames zu entscheiden. Und zwar muss sie sagen, welches ihrer beiden Kinder leben darf und welches sterben soll. Wie soll man sowas entscheiden? Das geht eigentlich praktisch gar nicht. Und was weiter passiert, das werde ich wohl erst lesen, und auch du, wenn das Buch erschienen ist. Und ja, das hört sich nach absolutem Nervenkitzel an. Mich hat das sowas von krass angesprochen, und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, das muss ich jetzt dir da draußen einfach vorstellen. Das letzte Buch ist von einer Autorin, von der ich schon was gelesen habe, nämlich von Rachel Harris. Er erscheint auch am 13.11. im CBT Verlag für 9,99 € im Taschenbuch und hat den Namen Und ich hab dich doch vermisst. Das erste Buch hieß, glaube ich, Und er steht doch auf mich oder auf dich oder irgendwie so. Und das habe ich damals gelesen und geliebt, und deswegen musste ich dieses Buch hier für dich auf jeden Fall erwähnen. In der Geschichte geht es um Justin Carter, und er hat ein Geheimnis. Er ist nämlich gar nicht so ein großer Player, wie er immer vorzugeben scheint, denn eigentlich liebt er schon immer nur eine einzige Person, nämlich Peyton. Doch das Ganze ist etwas blöd gelaufen. Er hat ihr nämlich vor 3 Jahren das Herz gebrochen. Warum, erfährt man aus dem Klappentext nicht. Doch er versucht über ein Schulprojekt, was die beiden gemeinsam machen müssen, wieder ihr Herz zu erobern. Doch Peyton, weist das Ganze zurück und will sich und ihm beweisen, dass sie schon lange über ihn hinweg ist, was natürlich eine fette Lüge ist. Wie das Ganze zwischen den beiden ausgeht, werden wir beide wohl erst herausfinden, wenn wir es gelesen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte. Und alle genannten Bücher findest du wie immer in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Ebenso wie alle genannten YouTube-Kanäle, die ich vielleicht erwähne, oder auch Videos. Jetzt kommen wir zu den Folgebänden, die im November erscheinen. Da kommt gleich am 1.11. ein Buch raus, auf das sich viele wahrscheinlich freuen werden, weil diese Reihe sich großer, ja, Beliebtheit erfreut, nämlich Paper Passion Begehrt von Aaron Watt. Erscheint im Piper Verlag für 12,99 € in der Paperback-Ausgabe. Ich habe tatsächlich bislang immer nur noch den ersten Teil gelesen. Viele von euch haben mir aber empfohlen, dass ich weiterlesen soll. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich müsste mir nur mal den zweiten und dritten Teil zulegen. Jetzt erscheint auch noch der vierte. Ist überhaupt gar kein Druck dahinter, endlich mal fertig zu werden. Gar nicht. Schon noch ein bisschen. Aber ja, ich freue mich, dass es da auf jeden Fall weitergeht. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, worum es geht. Weil ich mich nicht spoilern wollte, habe ich das Ganze auch nicht gelesen. Also den Klappentext meine ich jetzt. Außerdem erscheint am 13.11. von Derek Landy Skullduggery Pleasant Auferstehung im Löwe Verlag für 19,95 € im Hardcover. Ich denke mal, dass das der nächste Band ist. Ich habe sie ja da hinten alle stehen. Wo sind sie denn? Jetzt finde ich sie gerade gar nicht. Doch, da unten. Ich habe bis Band 7, glaube ich, alle hier oder so. Ich weiß es nicht. Band 8 fehlt mir, glaube ich. Und bin sehr, sehr gespannt darauf, wie Skullduggery Pleasant sein muss. Letztes Jahr, also 2016, auf der Buchmesse, habe ich Skullduggery Pleasant ja tatsächlich angefangen zu hören. Und fand es bis dato echt gut. Ich habe dann aber nicht weitergemacht, weil es CDs waren und ich in meinem Auto keine CDs hören konnte. Mittlerweile könnte ich das tun, muss ich vielleicht mal in Angriff nehmen. Ebenfalls ein Buch, auf das ich sehr, sehr gespannt bin, weil ich den ersten Band hier stehen habe und den tatsächlich auch schon in den Neuerscheinungen von vor 3 Monaten oder 4 Monaten vorgestellt hatte und mich sehr darauf gefreut habe, ist Die Verzauberung der Schatten von V.I. Schwab. Erscheint am 23.11. für 12 € im Fischer Tor Verlag. Das ist der zweite Band von der Trilogie. Der dritte müsste
sie dann jetzt ja nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres erscheinen. Da freue ich mich sehr drauf, dass das auch so in so kurzen Abständen passiert. Das ist immer viel, viel schöner, als wenn da so mega lange Abstände zwischen sind. Und ja, ich habe schon einige darüber sehr schwärmen hören und bin sehr, sehr gespannt, was dich und mich erwarten wird. Außerdem, und dazu wird es auch noch eine Kleinigkeit auf meinem Kanal geben, erscheint von Bene Schröder am 24.11. im Taschenbuch bei Lux für 10 Euro Zum Teufel mit der Liebe. Das ist der zweite Band zu In der Liebe ist die Hölle los. Und ich fand den ersten total süß, total schön geschrieben. Ich mag Bene total gerne. Ich habe ihn jetzt schon zweimal getroffen und ich finde ihn einfach wahnsinnig lustig. Der ist auch Radiomoderator in Hessen und hat einen ganz tollen Instagram-Feed. Du kannst da gerne mal vorbeischauen. Wenn ich dran denke, verlinke ich ihn in der Infobox. Da unten ist die Infobox. Wo ist denn mein Finger? Meine Güte, ich muss mich erst an das neue Objektiv gewöhnen. Und ja, da erscheint jetzt sein zweiter Teil zu dieser Reihe. Ich glaube, es geht um andere Protagonisten. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Und last but not least von einer Autorin, die ich auch persönlich kenne und die ich sehr, sehr mag. Und ihre Bücher finde ich auch einfach richtig, richtig toll. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich den dritten noch nicht gelesen habe. Es kommt von Jennifer Wolf. Tagwind. Am 30.11. für 7,99 € im Taschenbuch bei Carlsen raus. Das ist wie gesagt der vierte Band ihrer vier Jahreszeiten Tetralogie. Ich bin so neugierig. Es gibt ja dann nochmal ein noch weiteres Buch, also einen fünften Band, der dann hoffentlich auch bald im Taschenbuch erscheint. Ich freue mich total für Jenny, dass sie da auch wirklich Taschenbücher bekommen hat. Und ja, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, welches dein absolutes Lesehighlight ist. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye!